Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Da, 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 da. Da, 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 da. What's poppin'? Wir sind back in the game. Ja. Und wir haben heute ein ganz besonderes Video für euch, denn wir haben netterweise von ASOS Klamotten für einen besonderen Anlass geschickt bekommen. Und zwar geht es um The First Date After Lockdown. Ja. Also wenn dann entweder vielleicht sogar schon die Restaurants wieder offen haben oder halt auch nicht, keine Ahnung. Genau, man halt einfach oder auch einfach mal auch spazieren gehen. Ne? Genau. Und das Besondere ist, die haben uns nicht einfach so Sachen geschickt, sondern wir durften uns die aussuchen und zwar füreinander. Also ich habe ein Outfit für Maya gewählt und Maya hat ein Outfit für mich gewählt und ich bin doch schon sehr gespannt. Jedenfalls, wir wissen nicht, was wir uns gegenseitig für ein Outfit bestellt haben. Wie gesagt, alles ist von ASOS in der Infobox verlinkt. Ich würde sagen, es kann halt ein Mega-Fail werden oder halt kein Mega-Fail. Ich sag mal so, ich glaube an uns. Ich glaube auch an uns. That's facts. No negative vibes. Ne? Soll ich dir einfach mal deine Teile einzeln geben? Ja. Okay, ich krame eine Kiste. Das erste Teil, was ich Paulina bestellt habe, ist eine Jacke. Und zwar haben wir die mal bei einer Blogger-Kollegin gesehen und fanden die richtig geil. Und sie hat auch gesagt, dass sie den unbedingt haben will. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich ihr einfach. Und ich forme halt ein Outfit drumherum, weil ich wusste, dass sie diesen Mantel haben wollte. Here you are. Ja. Sieht halt gerade mega wild aus. Dazu muss ich jetzt halt auch sagen, dass ich den auch bestellt habe für dich. Ah ja, perfekt. Perfekt. Also wir haben den bei Nicole Böhm gesehen. Shoutouts gehen raus. Ich glaube nicht mal, dass der das genau war, weil der hatte noch einen Gürtel. Aber hast du ja keine Gürtel? Nee. Die hat ja so einen geisteskrank geilen grünen Lackmantel an und ich finde den sehr, sehr geil. Bin aber gespannt, wie der bei mir so getragen aussieht. Ja, ist auch meine Größe 40. Mega cool. Also ich glaube, das ist auch so ein Teil, das liebt man oder hasst man halt. Aber ja, wir beide lieben es scheinbar. Wir lieben es. Das könnte auch so ein Teil sein, wenn ich da mit meinem Freund rausgehe, wo er sich so ein bisschen schämt mit mir. Ja. Dann habe ich dir etwas bestellt, auch in Größe 40. Ich hoffe, das passt. Ja. Weil ich finde, dass sie sowas, also Paulina zieht sich ja meistens so sportlicher Natur an und ich finde halt, dass ihr so schickere Sachen übertrieben gut stehen. Danke. Deswegen habe ich dir relativ warm, ich habe jetzt mal mich so auf Frühling fixiert, so ein Feinstrickkleid, was so ein Wrap hat mit so einer Schleife an der Seite in beige und ich dachte, das passt richtig gut zum Dingen, zum Mantel. Und sieht schick aus und ist perfekt. Aber auch so mäßig cozy. Also ja, das genau. Kann man auch, wenn man danach zu Hause noch einen Kakao trinkt, aber nichts anderes, kann man das, glaube ich, auch ganz gut anziehen. Ich fand, das kann man so ein bisschen schick, aber auch so lässig anziehen. Ja, ich bin gespannt, wie die Länge vom Mantel sich mit der Länge vom Kleid verhält. Ich hoffe, die sind gleich lang oder der Mantel ist länger, weil... Kennst du das, wenn so das, was du anhast, länger ist als der Mantel? Schwierig. Das finde ich schwierig, aber finde ich mega cool auf den ersten Blick. Ja. Ich finde es auch mega. Richtig cute. Ich bin jetzt auf den Rest gespannt. Süße, ich sag mal so, ich war halt sehr optimistisch wegen des Wetters. Ne? Ja. Und ich weiß halt, dass du so eckige Schnür-High Heels in dieser Farbe richtig schön findest. Deswegen, ich weiß genau. Genau. Ich weiß, für die aktuellen Temperaturen ist es nichts, aber da jetzt schon 16 Grad wird, ich wollte gerade sagen, es ist mega warm. Habe ich dir jetzt einfach mal ein paar Heels bestellt. Ich finde die unnormal krass. Mega geil, oder? Ohne Scheiß. Also ich weiß halt wie immer nicht, ob ich da... Obwohl der Absatz ist nicht so hoch, ne? Zeig mal. Ich kann ja nicht auf hohen Schuhen laufen. Das ist für dich schon kritisch, aber es geht, glaube ich. Ich glaube, du kriegst das hin. Genau, und da ich ja nur zum Auto und vom Auto dann ins Restaurant laufen muss, passt das eigentlich. Ich feiere die Farbe unnormal. Ich hoffe nur, wenn ich das dann gleich anziehe, dass mein Fuß nicht komplett weiß da drin aussieht. Ich sag mal also so, dafür braucht man braune Schuhe. Ich bin schon mega neidisch auf die Schuhe. Oh, ich glaube, ich bestelle mir die auch. Ja, die sind wirklich unnormal. Auch mit den Straps hier und so. Das ist auch ASOS. Achso, übrigens, die Sachen sind alle von den ASOS Eigenmarken. Und das ist jetzt ASOS Design Größe 40. Ich bin gespannt, wie. Oh, mega geil. So, und da ich ein absoluter Fuchs bin, dachte ich. Wenn du kleines Schlampinchen nach dem ersten Date noch mit dem Film nach Hause gehst. Was hast du da jetzt noch bestellt? Habe ich dir ein bisschen Reiswäsche bestellt. Süße, nein, Spaß. Alter, ich bin mega schockiert. Ich hab ein paar Schläppchen noch bestellt. Süße, war noch ein Budget drin. Finde ich mega geil. Also ich sag mal so, wenn der Lockdown nie endet, dann ziehe ich mein Kleid mit den Hausschuhen an. Das meint auch. So, und was darf bei Paulinas Outfit nicht fehlen? Ganz viele Accessoires. Sie ist ja wirklich... Accessoires. Accessoires.
Erstmal ein paar Kreolen, die sind ein bisschen dick ausgefallen, muss ich sagen. Die sind wirklich riesig. Aber ich dachte, ein Eyecatcher. Krank. Also mit meinem Zopf werden die bestimmt geil aussehen, den ich heute halt nicht habe. Ja. Meinst du, die sehen cool aus am Ohr, so riesig? Ja, ich kann schon mal sein, ne? Ja. Ich glaube auch. Alter, mega. Und dadurch, dafür, dass die so groß sind, sind die relativ leicht. Also die ziehen euch jetzt nicht das komplette Ohr runter. Nein, zieh. Und dann habe ich natürlich noch für Paulina eine Sonnenbrille bestellt. Ja, ich bin der Sonnenbrillendorn. Ich habe immer eine Sonnenbrille unter den Augen. Ja, und da sie diese Form liebt. Ich liebe die und ich habe noch keine weiße, also keine richtig helle. Alter, ich habe die ja wirklich in 100 Farben, ne? Ja, das war mega geil. Ich ziehe mir die jetzt mal schon mal kurz an. Massiere dir die mal rein. Und? Mega geil. Hat was? Ja. Kann man rocken? Kann man rocken. Auch neben einem Typen oder findet ihr das dann peinlich? Der findet das eher peinlich. Der fragt dann, warum hast du nur die Sonnenbrille so weit um? Ja. Zieh die mal richtig auf. Okay, ja. Mein Junge, mach ich. Mein Junge, kein Problem. Genau. Merkst aber auch selber. Ne? Ab jetzt. Ab jetzt. Leute, ich muss wirklich nochmal ein größeres Shoutout an Nico Stank auf Instagram geben. Leute, alle unsere Insider sind einfach von dem. Es ist einfach unnormal witzig. Das ist wirklich. Schaut euch einfach die Reels von dem an. Ja. Siehst du, das war's noch nicht. Du kriegst noch was von mir. Ich krieg noch was? Ja, Alter, guck mal, ich hab mega abgesahnt. Ja, ich bin mega echt die Absahnerin. Wie wild ich gleich aussehe. Man munkelt, dass du das richtig geil findest. Und ich dachte, passt zu den Pantoffeln, wenn es dann wild wird zu Hause beim Date. Kriegst du eine Haarspange, eine mega schöne, damit du dir so einen verrückten Psch machen kannst. Ja, oder auch eher so einen halben. Oder auch eher so einen halben. Weil mit Extensions und so dicken, langen Haaren ist das, glaube ich, eher schwierig. Ja. Aber ich feiere tatsächlich solche Haarspangen. Du nicht? Doch, übertrieben. Ich finde es mega geil. Ich mag auch die Farbe. Und das Vibe. Ich finde, die Farben sind hier schon Vibe, die ihr auf dem Boden liegen. Ihr werdet das gleich angezogen sehen. Das musst du mir dann reinmachen, weil ich kann das jetzt nicht so gut. Das jetzt bist du dran, wir changen einfach den Platz. Ne? Ich bin auch kannst du auf deiner Schokoseite stehen, endlich mal. Show me what you got. Womit fange ich an, ist die Frage. Ich fange mit was Wildem an, okay? Um dich zu schocken. Was kommt jetzt? Ich muss das einmal hier ordnen. Und zwar dachte ich, du machst ja auch schon gerne ab und an mal... Nee, ich muss jetzt erstmal in die Kamera kommen. Genau. Du lässt mir auch wirklich gar keinen Platz schaffen, dass du hier bist, ne? Mega dunkel auch mal. Ja. Also ich dachte mir, du bist ja manchmal... Machst du auch so gerne auf süß, ne? Also, was du eigentlich ja nicht bist, ne? Aber da habe ich dir so ein Blümchen-Oberteil rausgesucht. Ja. Das Oberteil wird nicht so mega cute wie das Oberteil ist, aber ich dachte, das was? Ist so... Das Oberteil ist nicht so mega cute wie das Oberteil? Ach so, ich wollte sagen, das Outfit wird am Ende nicht so wild, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Zumindest nicht so blumig, aber ich dachte mir, das ist so ein geiler Stilbruch hier mit dem... Das hat so geraffte Ärmel, so ein V-Ausschnitt und hat halt so ein Blumenmuster. Und ich glaube, das ist auch allgemein hier so ein bisschen gerafft. Also ein bisschen verspielt. Mhm. Kleiner Vorschlag zur Güte. Einfach mal vielleicht auch in den Park gehen. Kleines Picknick machen mit dem Outfit, okay? Okay. Also ganz ehrlich, ich hätte mir das wahrscheinlich selber nicht ausgesucht, okay, aber ich glaube, dass das, wenn du das jetzt cool kombinierst, dass das richtig cool ist. Ich glaube auch, ja. Die Farben haben mich doch jetzt überrascht. So rosa mit gelb. Irgendwie hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass es rosa-gelb ist, aber das ist nicht schlimm. Wir fetzen dieses Outfit, okay? Let's fetz. Es kommt jetzt hier auch schon das nächste Teil. Und zwar habe ich dir einen wilden, so Skater-Schulmädchen-Rock bestellt. Feier ich auch. Musste eine Hose drunter ziehen, weil wenn du dich einmal bückst beim Picknick. Und ist da keine Hose drunter? Nee, ne? Ja, auf jeden Fall, wie nennt man denn sowas? Nicht unbedingt so Skater-Skirt, irgendwie auch so ein Schulmädchenrock, ne? Ja, ich kann es auch nicht ganz definieren. Auf jeden Fall finde ich den sehr cool. Der ist vorne halt so plain und hinten. Hatte hier nochmal so ein bisschen was, ja, so ein wildes Detail und ich glaube, so ja, ich finde das Oberteil cool. Könnte das ganz wenn cool das jetzt sein, noch so ein bisschen so, ach danke, mega nett, wenn das jetzt noch so ein bisschen so was Cooles bekommt, so grungy, bei dir muss ja immer was Grungiges rein, deswegen habe ich auch genau jetzt was für dich. Jetzt kommt's. Feier ich weiß, dass du die feierst, du hast die ja schon fast genauso. Ich weiß ja die ganze Zeit so welche ohne ich Schmier. Weiß, Alba, Maya ist wirklich ein unnormaler Fan von diesen Stiefeln. Ich halt auch, aber sie trägt die noch viel, viel öfter. Und ich finde, die sind so mittelhoch, so ja, was hast du aber nicht, ohne Schnürsenkel.
Und klobige Sohle ist bei mir aber ganz wichtig. Die finde ich extrem cool. Und ich glaube, dass das hier nicht so, das sieht so relativ groß aus. Ja, aber das sieht schon überraschen. Groß aus, ja. Feier ich wirklich unnormal. Aber ich glaube, zu dem Rock und so könnte das echt cool aussehen. Oh ja, mega geil. Ich liebe so gespannt, wie wir aussehen. Ich feiere sowas. Als nächstes habe ich ja leider schon angeteasert, aber das war auch nicht zu übersehen, dass das in diesem Paket zweimal vorhanden war. Der Mantel, genau. Mega geil. Den habe ich dir in Größe 34 bestellt, weil ich trage ja immer Mantel viel zu groß und du trägst immer passend. Deswegen dachte ich mir eine 34, weil der glaube ich eher oversized. Aber der ist auch schon groß. Ne? Ja, der ist oversized, genau. Mega. Ich liebe einfach dicke Arme im Moment auch. Ne? Und ich finde auch, muss ich wieder dazu sagen, dass zu Mayas Augen so ein Grün sehr gut passt und dass das auch nochmal die Augenfarbe hervorhebt. Ich hoffe wirklich, dass das nicht zu wild jetzt ist mit den Blumen. Du dachtest wahrscheinlich, dass das Oberteil auch ein paar grüne Elemente hat, ne? Genau, das kennt ihr das? Man sieht es so im Groben, man zoomt jetzt nicht so an das Bild ran und da sah das irgendwie so ein bisschen grünlich aus. Aber wenn man so weiter guckt, sieht ich das auch ein bisschen grün aus, ne? Ja? Merkst du auch selber jetzt, oder? Ja, jetzt. Okay. So, dann, mega geil. Ich weiß ja, dass du so eine gewisse Tasche von Bottega Veneta mega geil findest. Ja. So eine gewisse geflochtene. Und bei ASOS Design gab es tatsächlich so eine ähnliche, aber in so einem coolen mega Winterjackenstoff. Ja. Was ist das, so Nylon oder so? Und ich fand die mega cool. Und ich dachte, das passt ganz gut zum Outfit. Ich dachte eigentlich, die hat auch noch ein Griff. Ah ja, die hat auch noch hier so einen mega Griff. Geil. Ne? Und dann kann man die halt so tragen. Das finde ich auch eine Bottega Maus. Ja, ey, ohne Spaß. Ich finde das ganz cool. Weil die ist halt nicht so mäßig Bottega komplett nachgemacht, aber der Stil ist halt der gleiche. So, und dann, ich glaube, das ist auch schon das letzte Teil, was ich für dich rausgesucht habe. Eine. Oh, mega toll. Ich glaube, das ist sogar die gleiche, wie ich die auch habe zu Hause. Oh, die finde ich die mega geil. Die du mir beim Shooting geklaut hast, ne? Habe ich nicht. Also, ich meine, die ist da immer angezogen auf jedem Bild. Oh, endlich habe ich auch so einen. Ich habe die immer von mir. Mega cool. Oh, die ist ja mega eng hier hinten. Aber ich habe auch einen riesigen Schädel. Das ist wirklich unglaublich. Sieht mega cool aus. Meinst du, mein Date sagt auch, dass ich die lieber ganz hoch machen soll? Ich finde tatsächlich, die ist nicht so ganz wild wie meine, weil die hat einen braunen Rahmen und nicht einen weißen. Aber schon, ich finde schon mega cool. Und ich wusste ja, dass du sowas liebst, nicht? Und ich glaube tatsächlich, das war es jetzt schon mit der Outfit-Zusammenstellung. Ja, du hast ja süß. So, ich würde mal sagen, wir ziehen uns um. Okay. Eins, zwei, drei. Woo, welcome back. Hi. Ja, das sind unsere Outfits. Und ich finde beide mega stylisch und dem Anlass auch entsprechend. Ja, finde ich auch. Zeig ich dich. Also. Mega, die schicke Maus. Ja, oder? Ich finde auch, die Ohrringe sind nicht zu groß. Ich finde, die haben... Ich finde, das braucht es auch, weil sonst würde Kleid und Mantel nicht so harmonieren. Aber durch die Ohrringe wirkt das wieder so ein bisschen grungy. Ja. Und das passt dann wieder voll. Also ich finde es geil, erstens, dass der Mantel länger ist als das Kleid, Gott sei Dank. Ich finde die Schuhe unnormal geil, wirklich. Ich feiere die extrem. Ich habe das Kleid jetzt einmal hier so rumgebunden. Das sollte eigentlich jetzt gebunden werden, aber ich mag das irgendwie lieber, wenn das hier so ein bisschen enger ist. Ja, und dann habe ich einfach den Mantel drüber gezogen, die Ohrringe. Und dann habe ich natürlich hier noch meine Sunglasses. Paulina trägt Mantel. Ich trage Mantel. Finde ich mega cool. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich keine Tasche habe. Danke. Genau. So, mit der Tasche ist das doch wirklich das perfekte Outfit. Die passt wirklich perfekt zu dir. Die habe ich ja auch ausgesucht, ne? Von daher. Das auch haben wir. Here I am. Ich fühle mich richtig wie Maya. Ja, das ist ehrlich cool. Sagen. Also, ich weiß, meine Hautfarbe ist eher peinlicher Natur, weil viel zu weiß. Aber ich feiere das. Ich liebe ja einfach so Stiefel mit Plateau, so Mäntel, aber dann so das Schicke noch so dazu. Ja. Lieben wir. Ey, ich liebe den Mantel, ne? Ja, ich auch. Juhu, und der betont deine Augen wirklich unglaublich. Ehrlich? Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr von unseren Looks haltet. Yes. Wir finden sie mega geil. Und schreibt uns mal in die Kommentare, schreibt bitte. Mal so nach vorne. So. Ja. Was ihr beim ersten Date nach dem Lockdown anziehen werdet. Also wie ihr seht, Maya hat mich in was Schickeres gezogen. Ah, ich habe noch gar nicht meine Haarspange reingemacht. Mach schnell. Mach du mir das. Okay. Wow. Mega cool mit der Haarspange. Ja, wirklich mega schön. Perfekt. Challenge gemeistert. Falsch. Ach, also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Däumchen nach oben. Ja. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie euch unsere Outfits gefallen und was ihr nach dem Lockdown anzieht. Vielen, vielen Dank für ASOS. Für ASOS. Genau. Vielen Dank an ASOS, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Ja.
Und wenn ihr sowas gerne nochmal mit anderen Anlässen sehen wollt, dann schreibt uns das auch gerne mal in die Kommentare. Ganz genau. Genau, bis zum nächsten Mal.